ist ein entscheidendes Element des Menschlichen. Sprache. Ohne Sprache gibt es kein Denken, keine Identität, kein Miteinander. Francisco Moreno Fernandez studiert Sprache und ihre sozialen Komponenten. Ich bin Linguist, aber ich habe mich schon immer für den sozialen Aspekt der Sprache interessiert. Sprache ist wie das Blut, das der Gesellschaft, der Gemeinschaft und den sozialen Organen Leben spendet. Mein Name ist Francisco Moreno Fernandez und mein Fachgebiet ist die Soziolinguistik. Ich studiere Sprachen in Verbindung mit Geschichte, Geografie und Soziologie. Francisco Moreno Fernandez findet sein Forschungsfeld überall dort, wo Menschen sind und miteinander kommunizieren, wie hier in Chile auf der Straße. Ein Wort ist dabei stets viel mehr als nur seine Bedeutung. Es berichtet davon, wie Sprachen sich ausbreiten, wie sie sich verändern. Permanent entstehen neue Wörter. Ihr Gebrauch oder ihre Bedeutung ändern sich. Neue Wortschöpfungen, die entstehen und Einzug in den Sprachgebrauch finden. Wie das Wort Luca, das in Südamerika umgangssprachlich verwendet wird. Luca sind 1000 Pesos. Es wird in Chile umgangssprachlich verwendet. Ursprünglich stammt das Wort Luca aus dem kriminellen Milieu Argentiniens. Aber seit geraumer Zeit wird das Slangwort auch in Chile verwendet. Genau darum geht es bei Morenos Forschung. Im großen Sprachkosmos des Spanischen die feinen Unterschiede herausarbeiten und die Gründe erkennen. Geschichte, Migration, politische Ereignisse. Die gesamte Geschichte der spanischen Sprache zeichnet sich durch Migrationen aus. Diese Tatsache macht das Spanische zu einer Sprache mit einer großen Fähigkeit zur Assimilation verschiedener Elemente, die aus verschiedenen Kulturen stammen. Die Migration macht das Spanische so, wie es ist. So war es in der Vergangenheit und so ist es auch in der Gegenwart. Was Menschen bewegt, es spiegelt sich in Sprache und ihren Unterschieden. Moreno koordiniert die Erstellung der größten weltweiten Datenbank gesprochener spanischer Sprache. In großen Feldstudien werden dabei Hunderte von Begrifflichkeiten, Bezeichnungen und Zusammenhängen erfragt. Die immer gleichen Fragen an unterschiedlichen Orten im spanischen Sprachraum. Es zeigt sich, regional gibt es sehr unterschiedliche Bezeichnungen für das inhaltlich Gleiche, wie beispielsweise für das Wort Bus. Setzt man all diese Daten in Relation, zeigt sich, wie sich der Wortschatz in den einzelnen Sprachräumen ähnelt oder aber auch voneinander unterscheidet. So liegen zum Beispiel Spanien und Chile in ihrem Wortschatz nahe beieinander, weichen aber stärker von dem in El Salvador und Costa Rica ab. Moreno Fernandez ist Spanier. Zuletzt lebte und forschte er in den USA an der Harvard University. Aber er hat auch in Japan, Schweden, Brasilien und hier in Chile gelehrt. Chile steckt mitten in sozialen Unruhen und ist damit ein geeigneter Ort für Morenos Studien. Denn wo sich eine Gesellschaft verändert, ändert sich auch ihre Sprache. Dabei geht es auch um die Frage, wie Medien, neue Technologien und Globalisierung unsere Kommunikation verändern. Worte sind wie ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Tatsachen. Der Mensch will wahrgenommen werden. Das ist eine der Triebkräfte der Seele. Der Mensch muss erkannt werden in seiner Identität. Zusammenhänge von Identität und ihrer Sprache, aber ebenso die politischen Entwicklungen in Südamerika sollen zukünftig noch stärker auch von hier aus untersucht werden. Am Heidelberg Center Lateinamerika der Universität Heidelberg. Das Zentrum und die Kooperationen mit chilenischen Universitäten sollen ein Brückenkopf sein, um die Entwicklungen in Südamerika beobachten und verstehen zu können. Soziale Spannungen und Ungleichheiten, Konflikte und ihre Ursachen machen nicht an Sprachgrenzen Halt. Im Gegenteil, sie überwinden sie. Denn sie führen oft zu Migrationsbewegungen und damit zu neuen Einflüssen und der Durchmischung von Sprachen. Die Welt verändert sich. Grenzen sind heute nicht mehr dieselben wie früher. Wir müssen diese Vermischung und die gegenseitige Beeinflussung von Sprache und Kultur akzeptieren. Das ist für Gesellschaften ganz natürlich.
für moderne Gesellschaften, demokratische Gesellschaften und für die Menschen an sich. Zukunftsthemen und Zukunftsfragen, auch aus einer deutschen Perspektive. Heidelberg. Zusammen mit seiner Frau, einer Sprachlehrerin, beginnt für Moreno Fernandez hier ein neuer Abschnitt seines Lebens, seiner Forschungsarbeit und seiner Betätigung als herausragendem Netzwerker. In Heidelberg hat er es sich zur Aufgabe gemacht, ein neues fächerübergreifendes Zentrum für Ibero-Amerika-Studien aufzubauen. Diese Humboldt-Professur ist einzigartig und eine außergewöhnliche Möglichkeit, um ein neues Projekt zu schaffen. Dies ist eine große Chance, eine neue Struktur zu entwickeln, der perfekte Ort dafür. Und wir versuchen, Schlüsselaspekte, Schlüsselfragen dieser Region zu verstehen, aus verschiedenen Perspektiven. Südamerika mit seiner Mischung von Ethnien, Sprachen, bewegter Geschichte und Politik, seinen vielfältigen Migrationsbewegungen, aber auch gelungener Integration ist ein ideales Beobachtungsfeld, ein Versuchslabor mit Erkenntnissen, die sich auf die ganze westliche Welt übertragen lassen, ist Moreno Fernandez überzeugt. Wichtige Erkenntnisse auch für Herausforderungen, vor denen Europa steht. Dieses Jahrhundert, das 21. Jahrhundert, ist jetzt schon und in Zukunft noch viel mehr das Jahrhundert der Migration. Wenn wir also versuchen, den Ursprung, die Dynamik und die Räume zu verstehen, in denen Migration stattfindet, und wir versuchen, die Konsequenzen dieser Bewegung zu verstehen, dann verstehen wir das 21. Jahrhundert viel besser, glaube ich.